Mit Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche und VW stellten die großen deutschen Autohersteller gemeinsam auf einer Pressekonferenz ihre Innovationen vor. Das erste Mal, dass die 7 Entwicklungschefs unserer Automobilhersteller gemeinsam zu einer solchen Pressekonferenz mit dem VDA einladen. Für den Zusammenschluss der einst schärfsten Konkurrenten gibt es logische Gründe. Wer Normen setzt und Rahmenbedingungen schafft, der hat in den künftigen Weltmärkten größere Chancen. Um es mal ein bisschen bildlich zu sagen, den Steckersalat, den wir bei Handys haben, dürfen wir nicht bekommen. Denn wenn man zum Aufladen für jedes Hybridauto ein eigenes Anschlusskabel bräuchte, dann müssten die Energieversorger unzählige Stromzapfsäulen bauen. Auch wenn erst sehr wenige Elektroautos in Versuchen auf unseren Straßen fahren, das Kabel zum Aufladen, das gibt's jetzt schon. Die deutschen Hersteller, inklusive derer, die mit starken Vertretungen in Deutschland dabei sind, wir wollen das normen, das werden wir tun, also dass wir, bevor es richtig losgeht, ein einheitliches Steckersystem haben, einen intelligenten Stecker, der zukunftssicher ist. Aber auch bei den altbewährten Verbrennungsmotorenbündeln Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche und VW ihr Know-how. Kleinere Motoren brauchen weniger Sprit. Damit diese aber genauso viel Leistung haben wie ihre großvolumigen Vorgänger, braucht es einiges an technischer Entwicklung. Die Entwicklungschefs sind hochkreativ mit ihren Teams und sie unterstreichen die Vision, die wir haben, nämlich auch nach der Krise die Stärksten auf dem Weltmarkt zu sein. Autokrise hin, Autokrise her. Die deutschen Autohersteller und der Verband der Automobilindustrie VDA wollen sich mit gemeinsamer innovativer Technologie fit für die Zukunft machen. Das konnte man auf der diesjährigen IAA bereits sehen. Der Innovationspfad ist hochspannend. Und unsere Pressekonferenz hat auch dem Ziel gedient, Sie zu überzeugen, dass es lohnt, auf diesen Weg zu gehen. Herzlichen Dank.